Sie verwünscht jeden, ohne Rücksicht auf Status, Bildung, Religion, Geschlecht oder auch Hautfarbe. Die Rede ist von der Krise. Wir werden krank, verlieren unseren Job, unser Geld vielleicht auch. Wir haben Stress mit dem Partner, mit den Kindern daheim, mit den Kollegen und Freunden. Krisen greifen uns an, fordern uns raus. Im Moment reden wir alle von der Corona-Krise. Wissen Sie eigentlich genau, was eine Krise ist? Wissen Sie genau vom Wort her, was eine Krise bedeutet? Drei Antworten, drei Interpretationen von der Krise, die ich euch gern ein bisschen näher bringen möchte. Erstens der Ursprung vom Wort Krise. Der Ursprung liegt eigentlich im Griechischen, in der Antike. Krino ist der zugehörende Verb, bedeutet so viel wie schneiden, auswählen, beurteilen, scheiden, entscheiden. Also das begriff man sofort. Eine Krise ist also eine Situation, wo spezielle Entscheidungen getroffen werden müssen. Wir werden plötzlich rausgehoben, rausgerissen aus dem Alltag. Dort, wo noch alles normal war, dort, wo noch alles normal, auch manchmal vielleicht ein bisschen langweilig vor sich hinplätschert ist, dort müssen wir plötzlich nach harten Alternativen suchen. Wir müssen uns ganz neu scheiden, trennen von Altbekanntem. Plötzlich geht es um Recht und Unrecht, um Heil oder Unheil, um Leben und Tod. Die Krise treibt uns zur Entscheidung. Zweitens, ich habe zwar überhaupt kein Chinesisch, aber so viel verstehen wir alle. Das chinesische Schriftzeichen für Krise besteht nämlich aus zwei Teilen. Der eine Teil steht für Gefahr, der andere steht für Chance, Gelegenheit. Man könnte also sagen, Krise ist eine gefährliche Gelegenheit, eine gefährliche Chance. Oder anders ausgedrückt, wenn wir die Chancen von Krisen erkennen und nutzen, dann können wir uns weiterentwickeln, dann können wir daran wachsen und vielleicht sogar einen neuen, einen besseren Weg einschlagen als vorher. So verstanden kann also die Krise zu einem Wendepunkt, zu einem Neuanfang in meinem Leben führen. Rückblickend sagen wir dann vielleicht, ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ich bin froh, dass ich das so haben müssen erleben oder auch eben durchleiden. Wohlgemerkt, wenn wir hier von der Krise als Chance reden, dann tun wir das mit grossem Respekt vor den Menschen, die jetzt im Moment gerade an den Folgen von Corona leiden, die leiden und vielleicht auch gestorben sind. Wir tun es überhaupt mit Furcht und Zittern vor den Menschen, die in Not und im Leiden sind. Nicht nur wegen Corona, nein, überall bei uns auf der Welt gibt es Krisen. Und grundsätzlich sind immer zwei Ausgänge von der Krise eben denkbar. Rettung oder Untergang, Höhe oder Tiefe, Krankheit oder Heilung, Bruch in einer Beziehung oder eben eine tiefere, neue Beziehung und Begegnung.
Damit sind wir schon mitten drin in der dritten Antwort, bei der dritten Interpretation von dem, was eine Krise ist. Es ist die biblische Antwort. Das Wort Krise kommt zwar so in der deutschen Übersetzung nicht vor, aber wenn man so will, könnte man vielleicht trotzdem sagen, die Bibel erzählt eigentlich nichts anderes als die Geschichte von den Menschen und Gott, die Geschichte, die eben in eine grosse Krise geraten ist. Die Gefahr liegt über jedem Menschenleben. Die Möglichkeit von totalem Scheitern, Verzweiflung und Tod, aber vor allem auch die Chance und Gelegenheit für einen Neuanfang, Leben und Hoffnung. Genau davon erzählt die Bibel Buch für Buch, Seite für Seite, Satz für Satz. Wir könnten jetzt irgendjemand aufschlagen und das so miteinander durchgehen. Wie Menschen, so unterschiedlich Menschen halt sind, sie anders mit der Krise umgegangen sind. Klagen, brüllen, Tränen, Trotz, Zorn, aber auch Lachen, Freude, Liebe und grosse Zuversicht. Für den Johannes Tauler, ein Theolog aus dem 14. Jahrhundert, er hat unter anderem auch hier in Basel, aber auch in Straßburg gewirkt. Man nennt ihn Vorläufer von der Reformation. Für ihn ist klar, für ihn sind Krisen das Werk von Gott. Gott möchte Menschen durch die Krise durch in seine Worte einführen. Die Worte entdecken, so der Tauler, können wir Menschen allerdings nicht durch eigene Bemühungen, sondern nur, indem wir Gott begegnen. Das kann schmerzhaft sein, das kann uns an den Rand von unseren Kräften führen und bringen. Und doch liegt der grosse Segen dort drin. Ein Ort in der Bibel, wo man das und diesen Zusammenhang ganz besonders nachlesen kann, ist übrigens der Psalm 23, ein Gebet in der Bibel, wo wahrscheinlich viele von euch noch kennen. Der Psalm 23 ist für mich darum so beeindruckend, weil dort der Beter, Tradition sagt, es ist der König David gewesen, gerade wegen und durch die Krise durch zum wahren Gottesglauben gefunden hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Man hat gut reden und auch fromm, solange es einem gut geht. Solange man genug zu essen und zu trinken hat, solange man materiell versorgt ist, solange man gesund ist, solange alles in geordneten und erfreulichen Bahnen verläuft. Aber erst in der Gefahr, in der Not, wird sich zeigen, wie viel das Bekenntnis, der Glaube wirklich wert ist. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir. Ich finde das interessant. In seiner Angst, seiner Lebensnot, in seiner Krise wechselt der David jetzt plötzlich die Anrede oder die Form von seiner Anrede. Jetzt heisst es nicht mehr nur er Gott. Nein, jetzt bricht plötzlich das Du aus ihm raus. Zumindest in der Krise ist aus dem vollmundigen Vortrag über Gott jetzt tatsächlich ein Gebet geworden.
Gott ist nicht einfach eine Philosophie oder ein schöner Gedanke. Nein, Gott ist ein lebendiger, ist ein persönlicher Gott. Ein Gott, der auch heute noch Menschen ganz persönlich ruft. Gott möchte Umgang haben mit mir, mit dir. Er möchte Umgang haben mit dir, du auf du. Es ist die Erfahrung, die ganz viele Menschen machen, überall auf dieser Welt. Gerade in schwierigsten, allerschwierigsten Situationen, zmitzt im Elend, zmitzt in der Krise, zmitzt im Todestal, kommt uns Gott ganz nah. Im Prinzip sagen Kreuz und Auferstehung von Jesus nichts anderes als eben genau das. Karfreitag und Ostern gehören untrennbar zusammen. Gott ist uns noch im Leiden, in der Krise. Aber Gott hat die Weisheit und vor allem hat er die Kraft und die Macht, die Gefahr und sogar der Tod zu überwinden. Gott hat Macht, Neues zu schaffen. Das wünsche ich euch und uns allen, dass ich das Neue, die neuen Wege von Gott erkennen und auch annehmen können. Zmitzt in der Krise, Corona-Krise. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Bleibt gesund.